Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der 100 Baby Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer süßen Melody und ihren Kiddos. Und heute werden wir wahrscheinlich die Kinder bekommen, die neuen. Ich bin schon sehr gespannt. Aber wir müssen über etwas reden, denn es wurde ja etwas angekündigt im Behind the Summit Sims Stream. Und da ging es ja darum, hey, Baby-Overhaul, was wir erst dachten, aber letztendlich wird es eine neue Live-Stage sein. Ich hoffe, dass wir bis dahin tatsächlich die Challenge schon irgendwie abgeschlossen haben soweit, weil ehrlich gesagt, das stelle ich mir sehr anstrengend vor, wenn wir noch eine Live-Stage dazwischen haben, die wir überleben müssen mit unseren Kindern. Aber wir schauen einfach mal, wie das wird. Wir wissen ja auch noch nicht genau, wie das dann weitergeht mit den ganzen, also inwiefern die sich unterscheiden, ob die auch schon irgendwelche Fähigkeiten haben. Ah, Hilfe! Deswegen würde ich das erstmal noch abwarten, bevor wir da in irgendeiner Form eine Entscheidung treffen. Und im schlimmsten Fall überspringen wir einfach die Live-Stage. Aber das sehen wir dann einfach. Erstmal müssen wir uns ja eh um das Spiel hier selber kümmern. Ich meine, wir haben jetzt ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Early 2023 ist ja irgendwie wahrscheinlich zwischen Januar und März. Mal gucken, wann es genau rauskommt. Bis dahin haben wir ja eh keine Probleme damit. Die Kinder sind auf zur Schule und wahrscheinlich wird Rosalie direkt zur jungen Erwachsenen, weil sie Einserschülerin wird. Aber wie gesagt, sie kriegt trotzdem ein Umstyling, weil es sonst ein bisschen asozial wäre. So sind wieder alle schön beschäftigt. Das liebe ich ja. Immer diese Leute, die hier anrufen und irgendwas wollen, ich sage mal einfach ja. Penny, wow. Die sind auch richtig gut dabei. Warum fühlt sie sich so krass unwohl? Stopp. Ach, das sind irgendwelche Puppen und keine zum Spielen. Dann stelle ich die woanders hin, weil das ist sonst ein bisschen weird. Weil ich kann die da nicht reinziehen. Und ich kann die auch nicht anklicken. Ich kann die auch nirgendwo draufstellen. Oh mein Gott. Stelle ich die hier einfach neben. Einfach Level 8 der Schelmfähigkeit. Penny ist übel am Start, ey. Sie braucht nur noch so ein paar Prozent in Bewegung. Crazy. Obwohl Linus auch nicht mehr viel fehlt. Och süß, ich bin total verliebt in meine frisch adoptierte Katze. Hast du Zeit vorbeizukommen? Eigentlich eher nicht so. Aber trotzdem ist das süß. Adam, Rosalie, ja, Na komm, Rosalie, auf geht's. Happy Birthday to you. Vor allem, sie kriegt dann Umstyling und wird dann direkt rausgeschmissen. Geil. Sie ist materialistisch und möchte Werwolf-Inszenierung als Bestreben haben. Sie ist zwar ein Vampir, aber ist okay. Adam kann als nächstes dran. Happy Birthday to you. Yay, yeah, sie sprüht sogar Konfetti. We love it. Happy Family. Und er ist kleptomanisch, wie seine Schwester. Er möchte herrlich reich werden. Na komm, Penny, beeil dich. Du hast es doch gleich. Und Linus auch. Nice. Das heißt, die zwei können wir dann auch direkt in den Cast stecken. We love it. Wow, Linus ist sogar jetzt noch schneller geworden. Aber ist egal, macht keinen Unterschied. Beide haben auf jeden Fall Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, kleine Maus. Du siehst ein bisschen weird aus. Ich weiß nicht, was da falsch gelaufen ist. Hallo, ich möchte helfen, Kerzen auszublasen, bitte. It's really important. Ja, das sieht gar nicht falsch aus. Aber ja, alles Gute zum Geburtstag und so. Have fun. So, und sie ist kleptomanisch. Warum sind alle kleptomanisch? Stopp. Und sie ist mental. Oh, sie sieht ja cool aus. Ich habe Angst davor, wie sie diese Kinder trägt, aber ist okay. Und auch alles Gute zum Geburtstag, Linus. Ja, Linus, hast du Bock? Die Wehen haben auch noch eingesetzt. Oh mein Gott. Nee, stopp, Rosalie. Er hat Geburtstag. Lass ihn jetzt auch älter werden. Dim, 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 dim. Hallo. So, jetzt komm. Auf geht's. Jawohl. Er ist ein Vegetarier und kreativ. Und wir gehen jetzt erst mit ihr ins Krankenhaus und dann stylen wir die um, weil ich glaube, das ist vielleicht gerade wichtiger. Hallo? Na, ist sie schon direkt auf dem Weg? Ich glaube schon. Finde ich gut. Können wir gerne hier schnell abschließen. Auf geht's, ab geht's. Es ist ein Mädchen. Wer ist mit Cherry? Noch ein Mädchen? Barry. No, Zwillinge, warum nicht Drillinge? No. Barry und Cherry. Oh Mann. Ich bin wieder richtig kreativ mit meinem Namen hier. Aber bevor wir uns um deinen neuen Baby-Daddy kümmern gleich, werden wir natürlich jetzt in den Cast gehen. Juhu! Thank you.
crazy gut sehen die schon wieder alle aus. Mua. Rosalie, warum stehst du auf dem Tisch? Eisige Bedingungen aktivieren, was? I am confused. Kannst du... Danke. Und wir sehen uns dann. Tschüss. Aber ich habe das Gefühl, wir haben viel mehr Mädchen in dieser Challenge bekommen als Jungen, oder? Oder kommt es mir nur so vor? Noch 14 Kinder. Woo! Und morgen gönnen wir uns dann direkt einen neuen Baby Daddy. Also die Kids können auf jeden Fall übers Wochenende sehr viel lernen. Weil heute werden die auf jeden Fall nicht noch besser. Das ist sehr sad. Aber ja, das heißt, wir müssen uns mit den Kindern wieder am Wochenende rumschlagen, was schon wieder sehr stressig ist. Aber das wird schon irgendwie. Sie hat gar keinen Bock auf ihre Geschwister. Schade. Sie so, wann nimmt das alles ein Ende? Ich würde sagen, wir begeben uns direkt irgendwo hin. Haben wir mit Markovic schon was gehabt? Ich weiß es nicht. Aber wir können ja mal vorbeischnallen. Das ist so ein süßes Grundstück, ne? Aber hier scheint gerade kein Mann zu sein. Hier ist irgendeiner. Wir gehen mal zu dem hin. So, weißt du, so mitten im Nirgendwo. Ich so, ja, den nehmen wir. Tyler Scheid. Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Ich möchte eigentlich nur mit dem bumsen. Oh, ersten Kuss erleben. Let's go. Er hat keine Schuhe an. Dann füge ich ihm mal zur Runde hinzu. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Und ich will jetzt auch nicht in dieses Haus nochmal einbrechen und sagen, ja, ich möchte mit bei euch hier, ne? Deswegen nehmen wir ihn einfach mit nach Hause. Da klappt das ja immer ganz toll, wie wir wissen. Er steht auf jeden Fall hardcore auf uns. Das finde ich gut. Ich kann Try for Pregnancy machen. Finde ich gut. Mal schauen. Hoffentlich klappt das einfach. Unsere Tochter so. Ja, yeah, meine Mutter ist wieder so. Auf geht's, ab geht's. Na dann, have fun. No protection was used. Hab mit 50 unterschiedlichen NPCs Techtelmechtel. Oh mein Gott, das ist ein Achievement? I didn't know. Oh mein Gott, ist das witzig. Hallo? Dieses Bett verbuggt oder was? Du sollst einen Schwangerschaftstest machen. Steh auf. Jetzt hat sie das Klo noch kaputt gemacht. Was soll denn der Scheiß hier? Jetzt mach einen Schwangerschaftstest, verdammt. Dieses Spiel macht mich manchmal fertig, ne? Wie, sie ist nicht schwanger? Ne, das sehe ich nicht ein. Ist er gegangen? Excuse me. Nee, ist er nicht. Warum wird das nicht mehr angezeigt? Hallo? Try for pregnancy, please. Und ich fände es super, wenn ihr alle euch hier um irgendwelche Dinger kümmert. Danke. Übers Wochenende habt ihr zwar Zeit dafür, aber dass ihr wenigstens schon mal eins hier euch festlegt. So. Und ihr bumst jetzt nochmal. Das wird ja wohl klappen. Nee. Der Mann ist wichtiger als das Baby. Das Baby, was daraus entsteht, ist auch gerade wichtiger. So, und der Schwangerschaftstest. Auf geht's. Try for pregnancy. No protection was used. Jawohl, Melody ist pregnant. Yay. Adam hat sein Ding schon fertig, aber ihm geht's absolut scheiße. Schade. Toll, dass ihr das alles schon abgeschlossen habt. Wild duschen. Okay, biestiger Wachstumsschub. Das Großwerden ist schon seltsam genug und jetzt auch noch das. Irgendwie ist hier alles kaputt in diesem Haushalt. Schrecklich. So, ich würde jetzt, glaube ich, die Kiddos schon mal altern lassen, weil es ist jetzt Samstag, es ist Donnerstag sind sie geboren, also 2 Tage, wie immer. Das wäre dann aber unsere letzte Amtshandlung, dass wir dann die Umstyling machen wir am nächsten Part. Yay! Cherry! Woo! Sie ist wild. Ich meine, ich sehe es ihr an, dass sie wild ist. Und Barry ist unabhängig. Cool. Gut, dann würde ich sagen, haben wir heute wieder sehr viel geschafft. Finde ich sehr, sehr cool. Beim nächsten Mal, wie gesagt, gibt es dann das Umstyling von den Kleinkindern. Und wir schaffen wieder irgendein Wochenende mit den Kindern zu Hause. Das ist immer ein bisschen lame. Aber das Gute ist, montags sind dann meistens alle Kinder dabei zu altern. Was sehr, sehr cool ist und wichtig. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin und tschüss!